So, da hinten bekommen wir aber, glaube ich, gleich nochmal die Chance. Da lungert nämlich in den Ruinen noch so einer rum. Ja, ich glaube aber, wenn ich zwei Raptoren in einen Kampf verwickeln würde, dann wäre das doch schon etwas knifflig. Zumal man im Vorfeld ja immer gar nicht weiß, wie viele Verbände letzten Endes wirklich am Kampfgeschehen teilnehmen. Das ist auch irgendwie sehr unterschiedlich. Tja, irgendwie hat es das gerade überhaupt nicht gebracht. Aber jetzt zwei Beinspalter. Das müsst ihr jetzt ordentlich reinhauen. Oh, wir sind gleich weg, aber die sind noch vor uns weg. Und über Rushs Kopf kreisen die Sterne. Und wir haben inzwischen auch Kampfrang 5. Habe ich gar nicht mitbekommen, wann das passiert ist, aber... Ach so, ich glaube, wenn wir einen Kampfrang aufsteigen, dann lernen unsere Leute auch immer so eine ganze Menge an Dingen. Da muss ich mal demnächst drauf achten. Oh, hier ist ein schlafender Raptor, wie wir sehen. Ich glaube, da können wir uns jetzt aussuchen, ob wir den angreifen möchten oder nicht. Ich schaue mich hier erstmal nur um, ob es hier sonst noch irgendwas zu finden gibt. Ah ja, doch hier. Ich wollte gerade sagen, hey, leere Ausbeute. Überhaupt hat sich das gar nicht gelohnt, aber hier haben wir doch eine Schatztruhe. Etwas versteckt, aber entgeht trotzdem nicht unserem geschulten Auge. Wow, was ist denn hier los? Ein Hitzeschild und eine edle Halskette. Wir sehen zwar, dass die Attribute dadurch nicht erhöht werden, aber ihr seht mittig links, dass hier Effekte hinzukommen, nämlich mystischer Widerstand und wahrscheinlich Feuerabwehr werden dadurch erhöht werden. Sehr interessant. Ich glaube zumindest, das Schild von Rush können wir ohne Bedenken jetzt einfach mal... Einfach mal austauschen. Ja, und wenn wir das jetzt hier gegenüberstellen, unten haben wir hier bei Ausweichen einen Wert von 5. Hier geht er auf 6 hoch, allerdings wird das Schild auch größer. Okay. Soll uns erstmal egal sein. Wir haben jetzt ein Schitzeschild ausgestattet und können Rush dann zusätzlich mit der edlen Halskette auch ausrüsten. Und da er momentan auch unser Hauptcharakter ist, gebe ich ihm das. Wenn wir demnächst dann weitere Accessoires kriegen, werde ich die dann natürlich auf die anderen Mitstreiter verteilen. Aber im Moment ist das, denke ich, die beste Variante. Ich gucke nochmal kurz hier hinter den restlichen Säulen. Nicht, dass wir hier noch irgendwas haben. So, erstmal werde ich diesen Raptor hier erledigen. Ich hoffe, dass das jetzt kein spezielles Monster ist, sondern dass das ein ganz normaler ist. Weil der liegt hier irgendwie so auffällig rum. Nee, das ist ein ganz normaler Raptor. Sehr schön. Die wahrscheinlich letzte Chance, die wir hier kriegen können, um den zu fangen. Mal gucken, ob das was wird. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Obwohl das hier offensichtlich zwei Verbände sind. Ich dachte gerade, das wäre nur einer gewesen. Komm, das wäre doch so ein wunderschöner Abschluss für uns, wenn wir jetzt einfach mal einen mitnehmen könnten. Also der Besuch nach Delmor hat sich so oder so schon mal gelohnt. Allein wegen dem Schatz, den wir gefunden haben. Wir sind einen Kampfrang aufgestiegen. Sweet. Wow! Kukri des Kampfes. Oh, die beiden Waffen sind gerade versteckt worden und wir haben einen Raptor gefangen. Wie geil ist das denn? Wow, da freue ich mich, da freue ich mich. Schöner hätte das Ganze ja hier nicht ausgehen können und das steht für mich außer Frage. Den zerlege ich natürlich. Ja, das freut mich jetzt gerade total, dass sich die Waffen verstärkt haben. So, und damit haben wir hier jetzt auch erstmal alles erledigt, was wir erledigen konnten. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwie diesen Ort verlassen können. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Ach so, doch, da drüben, über die Weltkugel funktioniert das ja. Tja, wollen wir noch einmal probieren, alle drei da zu töten? Ich glaube, darauf lasse ich es jetzt ankommen. Ist jetzt natürlich nicht gewährleistet, dass wir das auch hinkriegen, aber... Ein bisschen stärker sind wir ja geworden. Obwohl, wenn ich daran zurückdenke, wie schnell die uns da direkt am Anfang niedergestreckt haben, dann habe ich gerade so meine Bedenken. Wir haben jetzt 4 gegnerische Verbände. Ich weiß ja jetzt immerhin, dass wir mit den Zauberangriffen mehr Erfolg erzielen. Wichtig wäre, dass wir das jetzt hier irgendwie überleben. Wow, habt ihr das gerade gesehen? Wir haben mit einem Konter einen Verband jetzt einfach mal außerplanmäßig eliminiert. Leute, ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. So, was können wir denn jetzt hier alles machen? Ich nehme mal LP hochhalten.
Sehr schön. Das sieht wunderprächtig aus. Wir sind total stark geworden. Und dieser Besuch in Delmor, der zeigt uns, finde ich, auf ganz eindrucksvolle Art und Weise, wie wir binnen kurzer Zeit unsere Truppe verstärken können und mit der richtigen Taktik hier und da durchaus auch schnelle Erfolge erzielen können. Wow, und Rush lernt Funke 3. Ich habe gerade hier ein Glücksgefühl nach dem anderen. Sehr, sehr schön. Yeah. Super. Ich bin ja total begeistert. So, ja, und das ist mir auch gerade eben wieder viel zu spät eingefallen. Ihr müsst mal im nächsten Kampf darauf achten, wie das neue Schild von Rush aussieht. Denn auch das haben die Entwickler wirklich super gemacht, dass wir hier wirklich sehr, sehr unterschiedliche Waffen und Schildausführungen direkt auch im Kampf zu Gesicht bekommen. Ich meine, das machen ja inzwischen ganz, ganz viele Spiele. Ja, dass man das auch passend visualisiert bekommt, wenn man neue Ausrüstung anlegt. Aber hier unterscheiden die sich zumindest in der Anfangsphase ganz, ganz stark voneinander, die einzelnen Ausrüstungsteile. So, was ich mich jetzt allerdings frage, das liebe Geldthema. Wir haben immer noch nicht viel mehr an Geld eingesammelt. Wir sind immer noch bei 2002. Das heißt, wir können ja wahrscheinlich unsere Kohle nur oder in erster Linie über Verkäufe generieren. Und das möchte ich jetzt auch tun, zumindest so lange, bis wir uns den guten Bauelzorn leisten können. Okay, wir machen das jetzt mal so. Ich guck mal erstmal, was die alle so einbringen für uns. Ah, irgendwie, ich kann das jetzt nicht begründen, aber irgendwie will ich die gar nicht verkaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob es irgendwie schöner wäre, die hier beizubehalten. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich werde die jetzt verkaufen. Wartet mal, ich will mal kurz gucken, ob wir... Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ob wir jetzt hier auch neue Sachen kaufen können. Denn ich weiß immer noch nicht, wie wir diese Geschichten hier, wie wir die, wie wir das zustande bringen, dass hier diese ganzen ausverkauften Dinger wieder ins Leben gerufen werden. Na egal, ich verkaufe jetzt erstmal die gefangenen Viecher. Ich glaube, die sollen auch nur den Zweck erfüllen, dass wir uns hier ein bisschen unser Taschengeld aufbessern. Und ja, ich glaube, wenn der jetzt noch weg ist, so, jetzt können wir uns Bauzorn leisten. Ich lasse mir erstmal diesen Jana-Erzkämpfer hier mit drin. Ja, muss ich sonst noch irgendwas machen? Wartet mal, dieser Schmied hier. Nee, die ist leider immer noch im Aufbau. Tja, schade eigentlich, denn wir haben ja durch diese eine Nebenmission auch einen sogenannten Plan bekommen, eine Modifikationsoption. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann und wo wir die hier einsetzen können. Aber egal, wir werden uns jetzt erstmal Bauzorn kaufen oder beziehungsweise ihn anheuern und dann mal schauen, mit welcher Kampftruppe wir das Ganze jetzt hier weiter voranbringen und werden auch direkt danach dann mal gucken, wie wir jetzt hier in der Hauptstory weiterkommen. So, Einheit anheuern. 2800, sehr schön. Und die möchte ich gerne der Gruppe hinzufügen. Und damit haben wir auch das erledigt. Ja, was ich mich jetzt auch frage, ist, ob wir jetzt, wenn wir in diese Gaslinhöhlen gehen, ob wir dann diesen Blauhai irgendwie zu Gesicht bekommen. So, ich guck mal erstmal, ob ich das jetzt hier... Ja, das Problem ist jetzt natürlich, wir haben nur 3 Kampfeinheiten, die wir hier mit einbinden können. Das heißt, ich werde jetzt entweder Oaks oder McGrady abgeben müssen. Ich hoffe, dass wir in nicht allzu langer Zeit auch mal die Möglichkeit bekommen werden, mehr Einheiten hier zu positionieren. Ich frage mich auch, ob das irgendwann im Laufe der Haupthandlung kommt oder ob das irgendwie mit einem Levelaufstieg verbunden sein wird, also mit einem Kampfrangaufstieg. Habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung. So, wir haben hier Oaks und wir haben hier McGrady. Ich glaube, ich werde McGrady jetzt erstmal austauschen, da mir Oaks momentan irgendwie stärker erscheint. Wird dann zwar ein ziemlicher Kampftrupp werden, aber Rush macht sich ja momentan auch ganz gut als Heiler. Deswegen probiere ich das mal mit dieser Variante. Und wir haben irgendwas wieder neu entfesselt. Wobei, so wirklich neu war das nicht, denn vorher hatten wir auch, glaube ich, schon Stufe 2 davon. Wo kann ich mir denn aussuchen? Ach, hier bei Formation.
Nö, ich bleib jetzt beim Pfeil von Atlum und mach das jetzt, auch wenn das vielleicht nicht die richtige Herangehensweise ist, aber ich mach das jetzt einfach mal davon abhängig, dass wir links sehen, dass sich in den anderen Formationen die Attribute jeweils verschlechtern. Das ist jetzt vielleicht eine etwas oberflächliche Betrachtungsweise. Man könnte das vielleicht auch an anderen Gesichtspunkten irgendwie festmachen, aber wir probieren das jetzt erstmal so. Was ich jetzt machen möchte, bevor ich jetzt hier weitermache im Text und die Hauptstory weiter voranbringe, ich möchte mal ganz kurz in die Gaslinhöhlen gehen. Denn die sind ja auch nicht so riesig. Die sind ja schnell erledigt für uns. Und ich will einfach nur gucken, ob wir hier diesen besagten Blauhai, ob wir den hier irgendwie auch finden und ob wir den hier natürlich im besten Fall auch bekämpfen können. Denn dann könnten wir uns direkt auch die Belohnung abholen in Atlum. Ich weiß aber immer noch nicht, ehrlich gesagt. Es wird uns aber vielleicht eine wichtige Lektion sein. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt hier irgendwo einfach spawnen, ob die hier irgendwo einfach auftauchen oder ob wir nicht vielleicht irgendwie erstmal mit jemandem quatschen müssen, um das Ganze hier voranzutreiben. Das möchte ich in Erfahrung bringen. Experiment Gaslinhüllen startet hiermit offiziell und so bekommen wir auch Bautzorn mal ein bisschen zu Gesicht. Ja, ich glaube, er wird unsere Truppe auf jeden Fall verstärken. Ich habe jetzt hier vorhin in Demor gewesen, sind schon gesehen. Wow, Oaks nimmt sich die Fliegenhülle aber sehr gerne. Du kannst dir davon auch gerne mehr nehmen. Ich glaube, der hat sich auch beim letzten Mal, als wir hier in diesen Höhlen waren, diese Fliegenhülle schon genommen. Die scheinen also einen recht hohen Anteil zu benötigen für ihre Verstärkungen. Und ich habe irgendwie gerade die ganze Zeit immer das blöde Gefühl, als ob hier irgendwann mich aus der Ecke vielleicht irgendwann mal ein Gegner anfallen könnte. So, hier haben wir jetzt einen Verband. Ja, ich will einmal gerne den Dreh raus haben, wie das hier läuft mit diesen besonderen Gegnern. Und ich werde bestimmt, wenn ich das dann einmal begriffen habe, mir wieder an die Stirn klatschen und mir sagen, wie konnte ich das nur vergessen. Und wir haben einen Mantikor. Wuhu! Damit ist auch diese Lücke für mich geschlossen. Ja, Part 3. Wir erinnern uns zurück, da hatte ich bereits einen Mantikor gefangen. Bin aber kurz darauf draufgegangen und habe das Ganze vorher nicht abgespeichert und habe dann im nächsten Anlauf diesen Mantikor leider nicht fangen können. Und bin bis gerade eben sehr, sehr traurig drüber gewesen, aber das hat sich ja Gott sei Dank erledigt. Nee, hier geht's nicht weiter. So, bis jetzt sehe ich hier noch nichts von einem Blauhai. Irgendwie habe ich gerade total den Knick in der Optik. Ich habe gerade diese Abzweigung irgendwie verpasst. Und ich hoffe, dass sie diesen besonderen Gegner, wenn wir ihn denn hier antreffen, dann hier irgendwie ans Ende platzieren. Ich weiß auch nicht, ob dieser Gegner jetzt hier genauso aussieht wie die, die wir schon kennen, oder ob der irgendwie ein anderes Aussehen an den Tag legen wird. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, und jetzt guckt euch mal Rushed Schild an, ja, wenn die Perspektive das erlaubt. Total klasse, ja, schon allein dafür möchte man sich doch diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, die das Spiel so anbietet, hier kaufen, einfach um zu sehen, wie die hier so dargestellt sind. Wobei eine Neuerung auch im Vergleich zur Konsolenversion ist, dass man sich das zumindest in den Läden auch angucken kann, wie die aussehen, die Waffen und die Schilde. Das konnte man, wie gesagt, in der Konsole oder auf der Konsole noch nicht. Wo kam der denn jetzt her? Also gerade eben war der noch nicht und ich dachte, die graben sich erstmal so aus dem Boden aus, ja. Aber denen war wahrscheinlich so, als müssten sie mich jetzt hier erschrecken. Das ist denen minimal auch gelungen. Ich möchte jetzt einen Blauhai bitte finden. Sagt mir jetzt nicht, dass ich hier ganz umsonst hergekommen bin. Nein, umsonst war es natürlich nicht, denn ich habe einen Mantikor. Wuhu. Da, nee, doch nicht. Ich hab heute total den Knick in der Optik. Irgendwas stimmt heute mit meinen Augen nicht. Tja, das verstehe ich jetzt nicht. Offensichtlich können wir ihn hier nicht finden oder die triggern so per Zufallsmodus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns die angeguckt, sind nicht fündig geworden. Und das heißt für uns, wir gehen definitiv jetzt in die Bar und sprechen mal mit dem Barkeeper.
Und ich hatte seinerzeit, als ich The Last Remnant gespielt habe, auch immer so ein bisschen mit so einer Art Leitfaden gearbeitet, weil ich keine von den Nebenmissionen auslassen wollte, also jetzt ausschließlich für die Nebenmissionen. Und ich habe jetzt ein bisschen die Angst, dass ich in diesem Let's Play vielleicht ein paar schöne Nebenmissionen auslassen könnte. Das wäre natürlich super... super schade, und ich weiß auch nicht mehr, ob ich diese Nebenmission, ob ich die wirklich ausschließlich in den Kneipen hier vorfinde oder ob die hier ja auch so außerhalb der Kneipe irgendwo in der Stadt rumstehen, die Leute, die uns dann was geben oder mit uns sprechen möchten. Ich, ja, irgendwie beunruhigt mich das ein bisschen, denn ich möchte da nichts auslassen. Aber wir gucken erstmal, was wir hier gesagt bekommen. Also hier sind wir auf jeden Fall erstmal fertig mit allem, was wir machen können. Sagt, ihr kennt doch Cella Palais, oder? Das ist der Atlum-kontrollierende Staat. Er liegt im Nordwesten an der Spitze des Kontinents. Ja. Achso, okay, jetzt bist du nicht mehr rot. Das ist dann wahrscheinlich unser nächstes Ziel. Ich bin von Zeit zu Zeit in Cella Palais auf der Suche nach neuem Zubehör. Ihr solltet mal vorbeischauen, ihr werdet es lieben. Ja, okay, das wird sich noch zeigen. Auch wenn das jetzt schon wieder als krankhafter, perfektionistischer, detailverliebter Wahn ausgelegt werden könnte. Aber bevor wir uns jetzt hier irgendwo hin aufbrechen, ja, bevor wir uns aufbrechen, obwohl eigentlich ist das richtig, egal, möchte ich erstmal hier noch einmal die ganze Stadt ablaufen und gucken, ob wir hier nicht noch irgendwo anders die Möglichkeit haben, Nebenmissionen anzunehmen. Hier ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Auf dem Marktplatz werde ich mich nochmal umschauen, auch das wird ja nicht allzu lange dauern, denn das ist ja recht überschaubar. Wir haben nämlich auf dem Marktplatz, fällt mir auch gerade wieder ein. Das war dumm. Warum bin ich überhaupt hergekommen? Ich werde Irina alleine finden. Okay, zur Burg können wir jetzt auch nicht, wie erwartet. Rush probiert sich jetzt nämlich lieber im Alleingang. So, mit diesem Typen hier haben wir schon gesprochen. Was ist los? Ihr seht verloren aus. Falls ihr Information benötigt, schaut in der Bar vorbei. Wenn ihr Mitstreiter sucht, begebt euch zur Gilde. Okay. So, hier haben wir jetzt vielleicht noch irgendjemanden, der was von uns möchte. Hallo, liebe Leute, ich bin der, der die Drecksarbeiten für euch erledigt. Habt ihr nicht irgendwas, wo ihr euch nicht die Hände schmutzig machen möchtet? Ich bin euer Mann, ich mache alles, was ihr von mir verlangt. So, lässt du mich jetzt vielleicht irgendwann mal da vorbei? Nein. Nein, 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 er sagt immer noch das Gleiche. Hier kommen wir leider nicht weiter. Und ich glaube, im Xyphos Weg gab es auch nicht mehr für uns zu holen. Ich gehe hier trotzdem noch mal ganz kurz nachschauen. Nee, aber hier sind wir doch vor nicht allzu langer Zeit auch noch gewesen, weil ich ja hier ein bisschen was an Krimskrams verkauft habe. Gut, das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt eine neue Anwahlmöglichkeit auf der Weltkarte haben. Yay! Die Hauptstadt von Cella Palais. Sie hat eine moderne Atmosphäre, die einzigartig ist. Die Hauptstadt von Cella Palais ist Cella Palais. Ja, alles klar. Gut. Ich habe irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich irgendwas ausgelassen habe. Aber egal, wir schauen uns jetzt hier mal um. Oh ja, sehr hübsch. Auch hier steppt der Bär. Ein riesiger Marktplatz. Gut, dass ich gerade mein ganzes Geld verprasst habe. Oh, das sieht aber schön aus. Ach, das gefällt mir wieder. Ach, wie schön diese Grafik ist in diesem Spiel. Ich kann mich daran irgendwie immer gar nicht satt sehen. Diese ganzen Details, ja, diese ganzen Farben und ja, das ist, finde ich persönlich einfach super klasse gemacht. Und guck mal, die Perspektive auch. Das sieht aus, als ob die Stadt unendlich groß wäre. Wenn ich mich da jetzt aber hinbewege, dann verlasse ich die Stadt wieder. Auch das finde ich total toll gemacht, weil das dann nicht so abgehackt wirkt und uns so den Eindruck vermittelt, als ob wir hier wirklich inmitten, uns inmitten eines riesigen Areals befinden würden. Freundlicher Mann, dies ist Cella Palais Hauptstraße, der Grandsweg oder Grandsweg. Ach, ich bin mir bei ganz vielen Sachen bei der Aussprache nicht so sicher. Ihr seht den Palast am Ende des Weges, oder? Dort residiert unser Herrscher, Herzog Kubin.
Entlang dieser Straße findet ihr Läden mit einer großen Auswahl. Schaut euch ruhig ein wenig um. Oh ja, davon kannst du ausgehen, lieber freundlicher Mann. Das werden wir mit großer Sicherheit tun. Da steht jemand, der hat wahrscheinlich eine Quest für uns. Juhu, Zauberin. Waffen, Items, Accessoires, Komponenten. Entlang dieser Straße könnt ihr alles finden. Mein Favorit sind... Oh ja, die hochwertigen Heilkräuter importiert aus dem Süden. Wenn ihr einmal einen Hauch davon vernehmt, ist es um euch geschehen. Okay? Das klingt leicht, als ob du mir hier Drogen irgendwie schmackhaft machen möchtest. Besserwisser, Xiti. Ist der Anblick nicht beeindruckend? Es gibt keinen zweiten Ort auf der Welt, der mit einem solchen Artefakt gesegnet ist. Diese Kristalle, die in der Luft herumschweben, bilden das Artefakt... Ja, genau, macht's mir noch schwerer. Was ist denn das bitte? Umber Marici? Solange Herzog Kubin es gebunden hat, werden die Kristalle leuchten und die Bewohner dieser Stadt werden glücklich und gesund sein. Die Macht und die Ehre von Cela Pelé sind mit dem Umber Marici verbunden. So viel ist mal sicher. Ja, es vergehen irgendwie in diesen Städten keine 5 Minuten, ohne dass ich mit einem Wort konfrontiert wäre, was mich heillos überfordert. Handwerkslehrling. Oh, irgendwas passiert hier. Hey, was macht ihr da? Was zur... Wie süß ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Was? Erklärt mich bitte auf. Ein Dieb! Aber der Laden ist noch gar nicht eröffnet. Hier gibt es nichts zu klauen. Oh, der Arme. Ich wette, wir sollen ihm jetzt dabei helfen, den wieder zu schnappen. Ein Kunde wie? Tut mir leid, euch das zu sagen, aber das Geschäft ist noch nicht eröffnet. Mal sehen. Das Erste, was ich brauche, ist ein wenig Leichtmetall. Ohne kann ich keine Modifizierung vornehmen. Zeit für die Bar. Ah ja, interessante Schlussfolgerung. Ich gehe zur Bar, wenn ich irgendwas nicht gebacken kriege. Das ist meine Devise. Ein Kunde wie? Achso, der sagt nochmal das Gleiche. Achso, ich glaube, das soll uns jetzt irgendwie darauf hinweisen, dass wir den Typen in der Bar wieder antreffen werden. Hey, Yama, du warst gerade eben, glaube ich, noch nicht hier. So, was wollte ich denn jetzt hier? Genau, hier haben wir... Oh, ein Rüstungshändler. Ich habe, was ihr braucht. Schaut es euch an. Oh ja. Oh ja, das tut mir jetzt ein bisschen in der Seele weh, dass ich gerade mein ganzes Geld so schön rausgehauen habe. Auch wenn ich nicht abstreiten möchte, dass Bautzon eine gute Investition für uns war. Nichtsdestotrotz... gibt es hier wieder einiges, was man neu käuflich erwerben kann. Und ich werde mir das, wenn ich irgendwann mal mehr Geld habe, wieder in aller Seelenruhe anschauen. Dann müsst ihr auch nicht zwangsläufig dabei sein. Momentan können wir uns das eh nicht leisten. Hey, du bist doch Emma, oder? Bist du Emma? Du bist Emma. Du hast auf jeden Fall ihre Bekleidung an, Kriegerfrau. Hä? Was treibst du hier, alte Dame? Wie bitte? Kenne ich dich? Oh, ups, ich habe dich mit jemandem verwechselt. Nicht nur du, Rush, nicht nur du. Hm, geh das nächste Mal erst auf Nummer sicher, bevor du jemanden so anflaumst. Entschuldigung. Hm, dieses Mal werde ich das noch durchgehen lassen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass es kein nächstes Mal gibt. Okay, du bist zwar nicht Emma, aber irgendwie hast du die gleiche Mentalität und das gleiche Temperament. Und hallo, du siehst ja aber wirklich zum Verwechseln ähnlich. Eine Frau alte Dame zu nennen, ist unhöflich und rücksichtslos. Besonders dann, wenn sie nicht einmal alt ist. Ja, okay. Dann weiß ich jetzt, dass du jung und knackig bist und ihr ähnlich siehst.